Die CD-ROM mit der Maus Nummer 3. Hast du dir schon ein Beat ausgesucht? Wenn nicht, klicke jetzt eins an. Der Computer. Wenn du auf die Buchstaben klickst, kannst du damit deinen Namen schreiben. Hier. Das ist das Mausfilmstudio. Von hier kommst du zur Sachgeschichte, zur Bastelbox mit vielen tollen Bastelideen, zur Maus-Animationswerkstatt, zur Lachgeschichte mit Nulli und Prisemut und in die Spielekiste. Da werden alle Spiele aufbewahrt, die du an verschiedenen Stellen der CD-ROM findest. Ein Spiel ist aber schon drin, das heißt Reim oder Nicht-Reim. Das kannst du alleine spielen oder auch zu zweit. Außerdem sind auf der CD-ROM 8 Teile für ein Mausfilmstudio versteckt. Die kannst du in den verschiedenen Spielen und Geschichten finden. Für jedes gefundene Teil bekommst du eine neue Filmrolle. Eine ist schon da. Wenn du auf die Filmrollen klickst, kannst du dir anschauen, welche Teile vom Mausfilmstudio du schon gefunden hast. Wenn du alle 9 Teile zusammen hast, kannst du dir das Mausfilmstudio ausdrucken und zusammenbauen. Ach übrigens, mit der Flüstertüte kannst du die Lautstärke regeln. Wenn du genug gespielt, gebastelt und animiert hast, klicke auf die Regieklappe. Dann packt die Maus zusammen. War das zu viel auf einmal? Keine Panik. Lass den Mauszeiger auf einem Teil liegen und ich erkläre es dir nochmal. So, und nun viel Spaß. Ja, und hier gibt's ein Quiz und eine kleine Überraschung. Noch, Nulli? Was denn, Prisemut? Bis die Möhren fertig gewachsen sind, die wir für den Möhrenkuchen brauchen. Na hör mal, die Möhrensamen haben wir doch gerade vorhin erst ausgesät. Das dauert noch eine Weile. Wie schmeckt Möhrenkuchen eigentlich? Super lecker! Möhrenkuchen ist mein allerliebstes Lieblingsgericht. Du, Nulli, weißt du eigentlich, was mein absolutes Lieblingsessen ist? Brummer. Fette Brummer. Bäh. Genau. Lecker.
wenn wir die Möhren erst geerntet haben, müssen sie ganz klitzeklein geratzelt werden. Dann kommen sie in den Teig und alles zusammen kommt in die Kuchenform und dann in den Ofen. Der Möhrenkuchen wird dir ganz bestimmt auch schmecken, Prisemut. Hey, Nulli, die Vögel picken die ganzen Möhrensamen auf. Hey, weg da! Weg da! Na sowas! An die Vögel habe ich gar nicht gedacht. Oh je, was machen wir denn jetzt nur? Ich hab's. Wir bauen uns eine Vogelscheuche. Auf unserem Dachboden gibt es genug alte Sachen, die wir dafür nehmen können. Und wenn die Vogelscheuche dann schön gruselig aussieht, bekommen die Vögel Angst und fliegen davon. Au ja, au fein! Das ist eine prima Idee, Nulli. Prisemut, geh du nach oben und bring alles mit, was wir für eine Vogelscheuche gebrauchen können, ja? Ich pass hier so lange auf unser Möhrchenbeet auf. Nulli hat gesagt, ich soll genug Sachen für die Vogelscheuche sammeln. Nun werde ich mich hier auf dem Dachboden mal gründlich umgucken. Buah, rote Beete. Nam, saure Gurken. Hui, unsere schönen Christbaumkugeln sind viel zu schade für die Vogelscheuche. Aber diese beiden Kugeln hier haben schon einen Sprung. Die nehme ich mit. Ofenrohre müssen unbedingt mit runter. Den Schwimmreifen können wir für die Vogelscheuche doch ganz bestimmt gebrauchen. Die alten Bretter können wir bestimmt gut gebrauchen. Nulli hat gesagt, ich darf die alte Truhe nie aufmachen. Da ist nämlich ein Geist drin. Die alten Klamotten von Nullis Opa sind für unsere Vogelscheuche genau richtig. Schön. Der Hirschgeweih ist prima gruselig. Das nehme ich mit. Na, wie sehe ich aus? Eigentlich fast zu schade für die Vogelscheuche. Aber ich nehme es trotzdem mit. Na, was haben wir denn da? Huch!
Klaus die Fledermaus. Tut mir leid, dass ich dich verjagt habe, Klaus. Wir brauchen den Topf für unsere Vogelscheuche. Der alte Fahrradreifen ist prima. Den nehme ich mit. Uwe! Das war Horst. Oh, der olle Besen sieht klasse aus. Der muss mit. Ich gehe wieder runter zu Nulli. So, und nun können wir eine Vogelscheuche bauen. Klick das Teil an, das du zum Bau der Vogelscheuche benutzen möchtest. Wenn du die Maustaste gedrückt hältst, kannst du es dorthin ziehen, wo du es haben willst. Oh oh, das Teil hängt ja in der Luft. Das hält so nicht. Ah ja, so geht's. Wenn du fertig bist, dann klicke einfach auf den Ich bin fertig-Knopf.
geklappt. Nun können unsere Möhrchen wachsen. Wenn du diese Vogelscheuche ausdrucken möchtest, dann klicke hier. Und wenn du hier klickst, geht's weiter in der Geschichte. Prise Mut, weißt du, was wir jetzt machen? Wir warten darauf, dass die Möhren unter der Erde ganz groß werden, damit wir sie ernten können. Ja, schon. Aber das dauert doch in Wirklichkeit ganz lange. Du meinst... Genau. Wir spielen einfach unser Zeitvertreibespiel. Hier steckt ein Möhrensamen in der Erde. Langsam wird das Samenkorn größer und wächst schließlich zu einer richtig großen Möhre heran. Wenn wir lange genug gespielt haben, können wir die Möhren ernten. Und so geht unser Nulli und Prisemut Zeitvertreibespiel. Wer zuerst 4 Brummer oder 4 Möhren in einer Reihe hat, hat gewonnen. Es zählen waagerechte, senkrechte oder diagonale Reihen. Wer zuerst 4 Brummer oder 4 Möhren in einer Reihe hat, hat gewonnen. Los geht's! Hier ist das Spiel einfach. Hier ist das Spiel etwas schwieriger. Such dir aus, wie schwer es sein soll, und los geht's! Das ist ein tolles Zeitvertreibspiel. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht und die Möhren wachsen und wachsen. Ja, das dauert ganz schön lange. Wir brauchen halt Geduld. Lass uns noch eine Runde spielen, ja? Eine spannende Partie war das. Oh, die Möhren sind ja immer noch nicht fertig. Da müssen wir wohl noch eine Runde spielen. Oder sollen wir später noch mal wiederkommen? Ja? Hier kannst du Reim oder Nicht-Reim spielen. Das geht allein, aber auch zu zweit. Du möchtest alleine reimen. Gut, dann geht's jetzt los. A, ihr spielt zu zweit. Sehr gut. Dann benutzt einer von euch die Tastatur, der andere nimmt die Maus. Alles klar? Dann geht's los. Alleine? Reim oder Nicht-Reim geht so. Ich sage dir jetzt einen Satz, bei dem hinten ein Wort fehlt. Also zum Beispiel, ein schwarzes Schaf mit weißen Locken hätte gerne grüne, na, hört ihr was auf? Genau,
Da fehlt ein Wort, und zwar eins, das sich auf Locken reimt. Jetzt erscheinen einige Bilder. Eins steht für das gesuchte Wort. Wenn du meinst, du hast das richtige Bild entdeckt, dann klick schnell mit der Maus drauf oder drück die Leertaste. Na, dann wollen wir mal sehen, wie war das doch gleich? Also, ein schwarzes Schaf mit weißen Locken hätte gerne grüne Wolken? Nee, das passt nicht. Vielleicht. Weil Ottokar zu lange pennte, verpasste er doch glatt die... Weil Ottokar zu lange pennte, verpasste er doch glatt die Ente. Ganz gierig und auch ohne Worte verschlingt der Bäcker eine... Ganz gierig und auch ohne Worte verschlingt der Bäcker eine Torte. Der Postmann wirft heute die Pakete aus einer schnellen Post. Der Postmann wirft heute die Pakete aus einer schnellen Postrakete. Auf Urwaldriesen mit Lianen angeln Affen nach. Auf Urwaldriesen mit Lianen angeln Affen nach Bananen. Ich möchte gern zum Südpol reisen. Stöhnt unter Dampf das. Ich möchte gern zum Südpol reisen. Stöhnt unter Dampf das Bügeleisen. Kläglich kräht vom Mist der Hahn, denn es rumort in seinem. Kläglich kräht vom Mist der Hahn, denn es rumort in seinem Zahn. Die kleine Motte fühlt sich krank, drum legt sie sich in einen. Die kleine Motte fühlt sich krank, drum legt sie sich in einen Schrank. Willst du jetzt die Münzen tauschen oder willst du weiter reimen? Münzen tauschen, okay. Das ist die Presse für dein Diplom. Hier kannst du deine gesammelten Münzen gegen ein Diplom tauschen. Und so funktioniert das. Klicke auf deine Münzen, die wandern dann in die Münzmaschine. Was da drin genau passiert, weiß niemand. Heraus kommt jedenfalls dein Diplom. Je mehr Münzen du gesammelt hast, desto wertvoller ist dein Diplom. Wenn du Lust hast, kannst du dir dein Diplom natürlich auch ausdrucken lassen. Wer so gut dichten kann, bekommt natürlich auch ein Stück für das Mausfilmstudium. Herzlichen Glückwunsch! Hier regelst du die Lautstärke. Kürzlich habe ich vor einem Blatt Papier gesessen und irgendwas gezeichnet. Und dabei ist mir plötzlich die Frage durch den Kopf geschossen, wie kommen eigentlich die Minen in den Bleistift? Tja, knifflige Frage. Was meinst du? Wachsen Bleistifte vielleicht auf Bäumen? Vielleicht mit einem Holzbohrer? Vielleicht werden die Bleistifte ja aus mehreren Teilen zusammengebaut. Vielleicht mit einer guten Idee. Vielleicht braucht man dazu ja nur einen Handbohrer und kleine Zweige, ungefähr so. In der Mitte nimmt man das Mark raus und da kann man dann einfach die Minen reinstecken. Vielleicht geht das ja so. Schreiben könnte man ja vielleicht damit. Aber wie ein richtiger Bleistift sieht das nicht aus. Und wenn die Zweige krumm sind, funktioniert das nicht.
Also, so geht's jedenfalls nicht. Vielleicht werden die gewachsen Bleistifte. Ja, gibt's vielleicht spezielle Bleistiftbäume? Gibt es vielleicht Bäume, die mitten im Ast schon ein Loch haben? Wo man die Minen reinsteckt, gibt es sowas? Die Bleistifte müssten dann nur noch angespitzt werden. Prima Idee, aber solche Bäume gibt's leider nicht. Tja, knifflige Frage. Was meinst du? Wachsen Bleistifte. Vielleicht werden die Bleistifte ja aus... Richtig, die Bleistifte werden aus mehreren Teilen zusammengebaut. Herzstück des Bleistifts ist natürlich die Mine. Tja, und woraus besteht so eine Mine? Gute Frage. Ein Tipp? Die Mine besteht aus drei verschiedenen Sachen. Guck mal, ob du findest, was die Maschine braucht, um Bleistiftminen herzustellen. Dazu schiebst du oben die Vorratskörbe so hin und her, dass das, was du brauchst, direkt über dem Trichter liegt. Wenn du dann an dem Hebel ziehst, fällt das Material in die Bleistiftminenmaschine. Hast du die drei richtigen Sachen gefunden, dann fängt die Maschine automatisch an zu produzieren. Wenn falsches Material in die Maschine kommt, spuckt sie es automatisch wieder aus. Also los, viel Glück bei der Suche. Mehl. Silber. Silber. Holzkohle. Holzkohle. Wasser. Wasser. Blei. Probier's nochmal mit anderen Stoffen. Dann klappt's bestimmt. Graphit. Kohlenstaub. Kohlenstaub. Holzkohle. Olivenöl. Holzkohle. Kohlenstaub. Olivenöl. Ton. Acetone? Das scheint ja ziemlich knifflig zu sein. Sand. Graubrot. Statt Bleistiftmine könnte man auch Graphitmine sagen. Tinte. Olivenöl. Zement. Olivenöl. Also ein bisschen klare Flüssigkeit ist manchmal nicht verkehrt. Acetone? Das scheint ja ziemlich knifflig zu sein. Graubrot. Eisenspäne. Statt Bleistiftmine könnte man auch Graphitmine sagen. Erdöl. Wasser. Drei richtige. Du bist wirklich klasse. Super, dafür bekommst du ein Stück für das Mausfilmstudio. Erstmal benötigt man Wasser und Tonpulver. Ton findet man in der Erde, das wird verrührt, dann kommt Graphit dazu. Das findet man auch in der Erde. Bleistift heißt deswegen Bleistift, weil er nichts mit Blei zu tun hat. Ton, Wasser, Graphit werden zu einer Paste zusammengerührt. Und wenn man die dann in so eine Art Spritze reintut, dann kommt vorne eine weiche Bleistiftmine raus. Genau das Gleiche passiert in der Bleistiftfabrik. Diese Maschine hier spuckt die Bleistiftminen raus und legt sie in rasend schnell sich drehende Fächer. Dann werden die auf die gleiche Länge geschnitten und unten kommen jede Menge Bleistiftminen raus. Und was passiert jetzt mit den Minen? Was denkst du? Werden die Minen jetzt gefärbt? Kommen die Minen jetzt in Bleistifthülsen? Kommen die Minen jetzt in eine Büchse? Kommen die Minen jetzt in Bleistifthülsen? Nee, jetzt passiert was anderes. Werden die Minen jetzt gefärbt? Nein, das sollen ja keine Buntstifte sein. Kommen die Minen jetzt in eine Büchse? Richtig! Weil die Minen noch sehr weich sind, müssen sie erstmal vorsichtig in so eine Art Büchse geschoben werden,
Dann werden sie nochmal geschüttelt, damit alle schön nebeneinander liegen. Deckel drauf und dann müssen sie getrocknet werden. Erst wenn sie getrocknet sind, sind sie so weit hart, dass man sie weiterverarbeiten kann. Dann kommen die Minen in solche Kästen. Das muss man ganz vorsichtig machen, damit sie nicht gleich wieder abbrechen. Die Kästen sind übrigens heiß, deswegen muss der Arbeiter hier Handschuhe anziehen. Auf die Bleistiftminen kommen schwere Eisenplatten, damit sie schön gleichmäßig gerade liegen und sich nicht verbiegen. Deckel drauf und dann kommen die Kästen mit den Minen in einen Brennofen. Und warum werden die Minen im Ofen gebrannt? Damit die Mine hart wird. Damit die Mine schwarz wird. Damit die Mine danach glänzt. Um die Mine zum Glänzen zu bringen? Nein, deswegen kommt sie nicht in den Ofen. Warum werden die Minen im Ofen gebrannt? Damit die Mine schwarz wird. Um die Mine zu schwärzen? Könnte man meinen, aber das ist nicht der Grund. Warum werden die Minen im Ofen gebrannt? Damit die Mine hart wird. Richtig, beim Brennen wird der Ton hart und damit auch die ganze Mine. Deswegen ist sie auch ganz schön zerbrechlich. So, und ab in den Ofen. 90 Minuten müssen die Bleistiftminen in dem Ofen bleiben. Klappe zu. Wie wär's mit einem kleinen Spiel, bis die Minen fertig gebrannt sind? Hier musst du Bleistifte fangen. Und so funktioniert das Bleistiftefangen. Die Sortiermaschine in der Bleistiftfabrik ist kaputt, deswegen fallen jetzt ganz viele Gegenstände von oben runter. Die Ente muss nun alle Bleistifte und Anspitzer auffangen. Und zwar mit dem Rollbrett. Das kannst du mit der Maus hin und her schieben. Aber pass auf, du darfst keine Radiergummis oder Maschinenteile auffangen, denn das gibt Punktabzug. Hier startest du ein einfaches Spiel. Hier ist das Spiel etwas schwieriger. Klicke hier und das Spiel ist einfach. Super! 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 Na, Bleistifte fangen kannst du ja schon ziemlich gut. Mal sehen, was unsere Bleistifte im Brennofen machen. Oh, jetzt geht die Klappe wieder auf. Die Kiste mit den Bleistiftminen ist jetzt rotglühend und muss erst noch abkühlen. Dann kommen sie noch in ein Ölbad, damit man auch gut damit schreiben kann. Aber wie kommen die Minen jetzt in den Bleistift? Weiter geht's mit Holzbrettchen. Was denkst du, von welchem Baum stammt wohl das Holz für die Bleistifte? Aus dem Holz der Eiche. Die Eiche liefert besonders hartes Holz, aus dem man viele Dinge macht, zum Beispiel Möbel, Holzfässer oder Dielen, aber keine Bleistifte. Aus welchem Holz werden Bleistifte gemacht? Aus dem Holz der Zeder. Aus Zedernholz macht man Möbel und Bleistifte. Sehr gut. Übrigens, man nimmt deswegen Zedernholz, weil es fast keine Äste hat und sich gut schneiden lässt. Glatte Brettchen, kein Loch, kein gar nichts. Erste Operation, die Brettchen werden ein bisschen flacher gemacht und laufen dann unter einer Fräse durch. Was passiert unter der Fräse? Werden die Brettchen fräsiert? Nee. Erstens heißt es frisieren und zweitens, frisiert wird beim Friseur. Und was passiert denn unter der Fräse?
Schneidet die Fräse kleine Rillen in das Brettchen? Bohrt die Fräse kleine Löcher? Ach nee, Löcher fressen die Holzwürmer. Und was passiert denn unter der Fräse? Schneidet die Frittig, genau. Die Fräse schneidet da so Rillen rein. Das ist genauso, als wenn man mit so einem Messerchen solche Rillen in die Brettchen schneiden würde. 9 Stück nebeneinander. In die Rillen kommt dann Leim. Und da werden alle Brettchen mit den Rillen und dem Leim nebeneinander auf ein Band gelegt. Hier werden die Brettchen geteilt. In eine linke Straße und eine rechte Straße. Auf der linken Straße kommen von oben die fertig gebrannten Bleistiftminen dazu. Werden auf ein Rad gelegt, wandern mit dem Rad nach unten und unten legt das Rad die Minen in das Brettchen. Hier kommen also die Minen auf ein Brettchen und nicht in den Bleistift. Etwa so, aber eben 9 Stück auf einen Streich. Mal sehen, was jetzt passiert. Ein Teil der Brettchen kommt auf ein Karussell. Und warum fahren die Brettchen Karussell? Um sie trocken zu schleudern? Um sich auf die andere Seite zu drehen? Um sich zu amüsieren? Nee, wir sind doch nicht auf dem Jahrmarkt. Warum fahren die Brettchen denn Karussell? Um sie trocken? Nee, da bist du auf dem Holzweg. Warum fahren die Brettchen denn Karussell? Um sich auf die andere Seite zu drehen? Genau, das stimmt. Auf diese Weise werden sie einmal umgedreht. Und hier kommen die Brettchen, die die Rillen nach unten haben, auf die Brettchen, wo die Minen drin liegen. Also, Minen zwischen zwei Brettchen, nicht im Bleistift. Dann werden die Brettchen zusammengeklebt und gepresst. Und kommen dann wieder unter eine Fräse. Und was macht die Fräse? Die schneidet oben aus den geklebten Brettchen wieder was raus. Fräsen haben wir am Anfang schon gesehen, aber diese Fräse hat eine andere Form. Die fräst das oben raus, so wie ich das mit dem Messer tue. Wenn die obere Hälfte fertig ist, dann laufen die Brettchen weiter zu einer zweiten Fräse. Die fräst von unten die andere Hälfte. Und weil ich das nicht durch den Tisch machen kann, drehe ich meins einfach um. Genau das gleiche, bloß von unten und natürlich ganz durch. So kommen die Minen eigentlich zwischen zwei Brettchen. Aus denen dann durch die Fräse 9 Bleistifte werden. Jede Menge Bleistifte auf dem Fließband zur nächsten Station. Jetzt spielen wir erst nochmal eine Runde. Willst du allein oder zu zweit spielen? Alleine? Alleine? Na gut, viel Spaß. Beim Käsekästchen musst du möglichst viele Kästchen umzingeln, und zwar mit Bleistiften. Du legst immer einen Bleistift an die Kante eines Feldes, dann ist der Computer dran, immer abwechselnd. Wenn einer damit ein Quadrat schließen kann, gehört es ihm. Er muss aber nach jedem gewonnenen Kästchen noch einen Bleistift ablegen. Du solltest also so lange wie möglich versuchen, die Bleistifte so zu legen, dass der Computer beim nächsten Zug kein Kästchen gewinnen kann. Und jetzt klick einfach an, ob du ein einfaches oder ein schwieriges Spiel möchtest. Und schon geht's los. Soll das Spiel einfach sein? Dann klicke hier. Soll das Spiel einfach sein? Dann klicke hier. Alles klar, los geht's.
super gemacht. Und jetzt geht's weiter in der Sachgeschichte. Wenn du weiter Käsekästchen spielen möchtest, schau mal in die Spielesammlung. Da werden die Bleistifte alle wieder hintereinander gelegt und wenn das passiert ist, laufen sie unten durch einen Farbtopf durch. Sie werden nicht angestrichen oder gespritzt, sie laufen einfach unten durch den Farbtopf durch. So sieht er von oben aus und der Lack ist besonders umweltfreundlich auf Wasserbasis. Danach werden alle Bleistifte gestempelt. Und was wird nun auf die Bleistifte draufgestempelt? Buchstaben und Zahlen. Die Namen der Besitzer. Tom, Paul, Anna. Keine schlechte Idee, den Namen des Besitzers auf den Bleistift zu stempeln. Trotzdem passiert hier was anderes. Was wird denn nun auf die Bleistifte draufgestempelt? Das Haltbarkeitsdatum. Also Bleistifte werden ja nicht sauer wie die Milch, nur kürzer. Was wird denn nun auf die Bleistifte draufgestempelt? Buchstaben und Zahlen. So ist es. Durch die Buchstaben und die Zahlen kann man erkennen, ob ein Bleistift eine harte oder eine weiche Mine hat. Wenn ein H wie hart draufsteht, dann ist der Bleistift härter. Und wenn ein B wie weich draufsteht, dann ist es ein weicher Bleistift. Das ist natürlich Quatsch. Das B kommt vom englischen Black und Black heißt schwarz. Es ist also mehr schwarzes Graphitpulver drin. Was passiert hier? Klar, angespitzt muss er noch werden. Das passiert im Vorbeilaufen und weil das so schnell geht, haben wir das nochmal fotografiert. In Zeitlupe. Damit ihr das besser sehen könnt. Die Bleistifte rollen über einen Sandpapierstreifen, der unten entlangläuft und werden im Vorbeirollen angespitzt. Sieht lustig aus, oder? Alles klar? Oder nochmal ganz in Ruhe? Also. Hier siehst du nochmal die einzelnen Stationen, wie die Mine in den Bleistift kommt. Wenn du die einzelnen Bilder in die richtige Reihenfolge bringst, kannst du nochmal im Schnelldurchlauf sehen, wie die Mine nun in den Bleistift kommt. Mit gedrückter Maustaste kannst du die Bilder auf die Kästchen ziehen. Das ist das erste Kästchen. Da sollte das rein, was als erstes passiert ist. In das zweite Kästchen, was danach kommt und so weiter und so weiter. Wenn du allerdings keine Lust mehr hast, Bilder zu sortieren, dann klicke hier. Rille in das Brettchen. Pressen, pressen, zweites Brettchen drauf. Fräsen von oben, fräsen von oben. Mine in die Rille. Na, da stimmt was noch nicht so ganz. Klasse, so ist es richtig. Und jetzt nochmal im Schnelldurchgang. Also, Brettchen, Rille rein, Mine in die Rille, zweites Brettchen draufpressen, dann sehen sie so aus, fräsen von oben, fräsen von unten. Tja, und nachdem ich das jetzt weiß, kann ich in Ruhe an meiner Zeichnung weitermachen. Aber warum heißt der Bleistift denn Bleistift? Ganz einfach, früher haben die Leute gedacht, die Mine glänzt wie Blei. Und was glänzt wie Blei, muss auch aus Blei sein. Alles klar? Wenn du hier klickst, kannst du dir den ganzen Film nochmal anschauen. So, als Bleistift-Experte bekommst du nun noch ein Stück für das Mausfilmstudio. Möchtest du das Spiel beenden? Dann klicke. Willst du die Maus für heute verlassen? Nein?
Klicke einfach auf einen der Knöpfe und es erscheint ein Basteltipp. Wenn du auf den Pfeil klickst, bekommst du noch mehr Basteltipps. Hier kannst du die Anleitungen ausdrucken. Hier kannst du dir Eintrittskarten zum Theater- oder Zirkusspielen basteln. Eine Pause kündigt man am besten mit einem tollen Schild an. Hier kannst du es ausdrucken und gestalten. Aus einer kleinen Schachtel und ein paar Bildern kannst du dir ein eigenes Kino bauen. Brauchst du für deine Vorstellung ein paar Jonglierbälle? Dann klicke hier. Willst du dein Publikum mal so richtig verblüffen, dann ist eine Schlangenbeschwörung genau das Richtige. Hier erkläre ich dir, wie du aus weißen Blumen einen bunten Strauß zaubern kannst. Hier kommst du zum Blumentopf-Zielwurfspiel. Das kannst du alleine spielen oder auch mit deinen Freunden. Hier zeige ich dir, wie du dir eine Pflanzenpresse basteln kannst. In der Sammelbox kannst du deine Sammelkarten aufheben oder auch was anderes. So ein Fangbecher ist schnell gebastelt. Das Spiel dagegen ist ganz schön knifflig. Genug gebastelt und geklebt. Hier bekommst du ein Stück für dein Mausfilmstudio.
Die Möhren sind ja immer noch nicht fertig. Da müssen wir wohl noch eine Runde spielen. Oder sollen wir später nochmal wiederkommen? Ja? Nein? Oh, die Möhren sind ja immer noch nicht fertig. Da müssen wir wohl noch eine Runde spielen. Oder sollen wir später nochmal wiederkommen? Ja? Nein? Die Möhren sind jetzt groß genug. Nun können wir endlich Rüben rupfen. Ich glaube, das ist mein Lieblingsspiel. Rüben rupfen ist ganz einfach. Einfach auf eine Mohrrübe klicken und die Möhre dann in den Korb ziehen und loslassen. Gemacht. So, jetzt lass uns Kuchen backen gehen. Oh ja! Möhrenkuchen. Lecker! Wenn ihr auch mal einen richtigen Möhrenkuchen backen wollt, hier ist das Rezept. Damit ihr den Computer nicht in die Küche schleppen müsst, könnt ihr das Rezept auch ausdrucken. Drückt einfach auf diesen Knopf. Hier kannst du dir das Möhrenkuchenrezept ausdrucken. Hier geht's weiter mit Nulli und Prisemut. Hier geht's weiter mit Nulli und Prisemut. Der Möhrenkuchen duftet so lecker. Ja, ich glaube, der ist uns gut gelungen. Na denn, guten Appetit, Prisemut. Guten Appetit, Nulli. Fette Brumme. Na sowas. Da müssen wohl ein paar Brummer in den Teig geflogen sein. Na, das war ja filmreif. Dafür bekommst du ein Stück für das Mausfilmstudio. Hier regelst du die Lautstärke.
Hast du Lust mitzuraten? Ist das eine Spaghetti-Dose? Eine Taschenlampe? Ein Bleistift? Den Bleistift hast du gut erkannt. Bravo. Hey, schon wieder ein Stück für das Maus im Studio. Bravo. Hier regelst du die Lautstärke. Zum Filmpuzzle. Bei unserem Filmpuzzle müssen 8 Bilder in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Übrigens, wenn du hier klickst, erscheinen noch mehr Figuren. Mit einem Klick erscheinen die einzelnen Bilder auf deinem Bildschirm. Die musst du nun in der richtigen Reihenfolge hier oben einsetzen. Gar nicht so einfach. Wenn du fertig bist, spielst du die Animation einfach ab, indem du hier auf den Startknopf klickst. Natürlich kannst du die Animation auch rückwärts ablaufen lassen. Dann musst du hier klicken. Hier stoppst du den Film. Und hier hältst du ihn an. Dann läuft er anschließend da weiter, wo du ihn gestoppt hast. Und hier spielst du ihn immer wieder am laufenden Band ab. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann wartet am Ende noch eine kleine Überraschung auf dich. Klasse! Zur Animationswerkstatt. In der Animationswerkstatt kannst du Animationen herstellen. Und damit hier auch richtig was los ist, brauchen wir Darsteller, Hintergründe, Geräusche und noch vieles andere. Hier oben findest du verschiedene Boxen. In dieser hier stecken zum Beispiel die Filmtitel. Hier findest du Schriften und da verschiedene Hintergründe. In dieser Box sind Figuren. Das ist die Geräuschebox und hier sind verschiedene Hintergrundklänge drin. Wenn du eine dieser Boxen anklickst, erscheinen hier alle Dinge, die du da drin finden kannst. Am besten, ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Zuerst suche ich mir hier einen Filmtitel aus. Den lege ich hier hin. Dann gehe ich ein Bild weiter. So, jetzt der Hintergrund. Welchen nehmen wir denn? Oh, das gefällt mir. Als nächstes möchte ich, dass das Känguru durch das Bild läuft.
das Känguru, ziehe ich jetzt mit gedrückter Maustaste quer über die Leinwand. Und wenn ich jetzt auf den Startknopf klicke, kann ich mir die Bewegung des Kängurus noch einmal ansehen. Jetzt hüpft es ganz von selbst über die Leinwand. Aber eigentlich ist das noch ein bisschen wenig. Da fehlen noch ein paar Sterne am Himmel. Also zurück an den Anfang und Sterne einfügen. Nett wäre ja, wenn das Känguru noch Besuch bekäme. Zum Beispiel von diesem Außerirdischen. So, fertig. Natürlich kannst du dir den Film auch Bild für Bild anschauen. Und wenn dir das Ganze nicht gefällt, löschst du es einfach wieder. Wenn du deinen Film aber auch später nochmal anschauen möchtest, dann kannst du ihn auch speichern. Das machst du hier. So, und nur viel Spaß. Hier findest du animierte Figuren. Hier kannst du für Hintergrundgeräusche sorgen. Hier startest du die Filmszene. In der Trickwerkstatt kannst du aus Objekten Bilder zusammenstellen. Außerdem kannst du hier malen, lustige Hintergründe einsetzen, kleine Bilder einsprühen oder Texte schreiben. Von deinem Bild kannst du ein Foto machen, indem du hier auf die Kamera klickst. Du kannst aber auch einfach auf die große Taste auf deiner Tastatur klicken, die normalerweise ein Leerzeichen macht. Dann kannst du dein Bild verändern und wieder machst du ein Foto. Das machst du dann ganz oft. Ich mach's dir mal vor.
Wenn du dann ganz viele Fotos von ganz vielen verschiedenen Ansichten deines Bildes gemacht hast, kannst du dir die alle nacheinander abspielen, als Trickfilm. Dazu musst du nur auf den Abspielknopf klicken. Hier kannst du dir den Film rückwärts ansehen, hier die Abspielgeschwindigkeit verstellen und diese Kamera führt dich in ein richtiges Filmtheater, wo dein Film vor Publikum ausgestrahlt wird. Denn so entstehen Trickfilme. Es werden einfach Bilder, die immer ganz leicht verändert werden, ganz schnell nacheinander abgespielt. Das sieht dann aus wie ein Film. Deinen Film kannst du natürlich auch abspeichern oder einen anderen laden. Hier kannst du deinen Film langsamer machen. Willst du die Maus für heute verlassen?